Willkommen bei der Westdeutschen Zeitung. Mein Name ist Martin Gehr. Wir befinden uns hier in Wuppertal-Ronsdorf. Die Leerstände im Einzelhandel halten sich hier in Grenzen, liegen allerdings mitten in der Innenstadt. Deshalb wollen wir mal herausfinden, was wünschen sich die Ronsdorfer für den Einzelhandel und was sollte lieber außen vor bleiben. Hören wir uns mal um. Das ist schade eigentlich für so einen schönen Ort wie Ronsdorf, der doch so individuell ist, dass man da doch irgendwelche Besonderheiten irgendwie vielleicht in diese Läden reinmachen kann, was Ronsdorf noch mehr ausmacht. Also wir haben, weiß ich natürlich hier, aufgrund dessen, dass hier einige Leerstände mittlerweile sind an Läden, gegenüber war der Voss, der als Schuhladen natürlich auch eine Bereicherung für Ronsdorf gewesen ist. Jetzt ist da der Herr Büchner mit seinem wunderschönen Laden drin. Aber wir haben auch, weiß ich, trotz alledem hier einige Leerstände. Also hier in Ronsdorf sind sehr viele individuelle Läden, was ich so vermisse. Ich bin gestern zum Beispiel in Elberfeld gewesen, musste für meinen Mann T-Shirts und Sweatshirts kaufen und habe gedacht, hätte es auch gut in Ronsdorf kaufen können. Aber hier gibt es leider für Männer überhaupt nichts. Findet man nichts. Auch zum Beispiel, meine Kollegin sagte eben, Schuhladen würde auch fehlen. Finde ich auch. Der Voss ist ja, oder Klauser Schuhe, ist ja nicht mehr hier. Und das fehlt also wirklich in Ronsdorf. Das Besondere an Ronsdorf macht eigentlich in der Tat aus, dass, ja, dass die Kunden treu sind. Ne? Also hier haben wir tolle, treue, sehr gesundheitsbewusste Kunden. Also im Prinzip ist natürlich der Rossmann jetzt, ne, dieser Drogeriemarkt, der hat eine große Lücke jetzt erstmal da hingestellt. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich ganz zufrieden. Also ich glaube, dass die Ladeninhaber eigentlich mit der Struktur ganz zufrieden sind. Also ein Drogeriemarkt, also der Rossmann, der war schon ein wichtiger Bestandteil hier in Ronsdorf. Ist sehr schade, dass es den nicht mehr gibt, weil die auch ein anderes Sortiment hatten als DM. Ja, also das, was eigentlich noch fehlt, ist ein sehr gutes Café. Also ein Café für Familien ist immer wieder gewünscht. Wenn es irgendwo ein Café gäbe mit einer Spielecke für Kids oder so, das wäre natürlich toll. Das ist so das, was schon häufig gewünscht wird. Mhm. Was wünsche ich mir? Also bestimmt kein Beerdigungsinstitut mehr oder kein Friseur oder kein Nagelstudio, sondern so individuelle Läden, weil das ist in Ronsdorf sehr gefragt. Die Kunden kommen von Kronenberg, von Remscheid und sagen, dieses individuelle Angebot lieben wir in Ronsdorf, auch die Atmosphäre in Ronsdorf lieben wir. Wir leben von diesem Angebot, was letztendlich auch, ich sag mal jetzt kein Kettenangebot ist, sondern ein individuelles Angebot. Was mich besonders stört, ist, weil ich hier teilweise diese Straße, wo wirklich Fahrzeuge um die Ecke geschossen kommen, ob man da nicht einfach hingehen kann und auch vielleicht hier diesen Bereich ein bisschen verkehrsberuhigter zum Beispiel macht. Eine Spinnerei oder wir haben hier eine Malschule zum Beispiel. Wenn man dann alternativ vielleicht, weiß ich hier so, für einen kreativen Bereich irgendwas machen würde. Ein schöner Stoffladen. Oder weiß ich hier einen schönen Süßwarenladen, wie es früher gab. Mit Schokoladen und Bonbons, so in diesen großen Glasbehältern. Sowas zum Beispiel. Oder im künstlerischen Bereich. Im Textilbereich vielleicht noch ein bisschen mehr.